Schreckliches Lied. Ja, aus Dieter Bell. Hi Leute, seid gegrüßt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Wuppertal zum Sascha, weil vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, dem Sascha ist die Bude abgebrannt. Und ich habe ein bisschen Krempel dabei für ihn und seine Familie. Und wir wollen ein kleines Infovideo machen. Das heißt, ja, das seht ihr dann jetzt. Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe. Ihr kennt mich eigentlich unter dem Nicknamen Max Maron und eigentlich gibt es ja auch mehr so Gaming-bezogene Inhalte hier auf meinem Kanal. Aber heute ist das doch ein etwas ernsteres Video. Das hier ist mein Kumpel Sascha, dem einen oder anderen vielleicht bekannt von dem Gaming-Magazin Scene Gamers, für das ich auch schon so ein paar Sachen produziert habe. Und dem Sascha ist am Pfingstsonntag etwas ziemlich Schlimmes passiert. Dem ist nämlich die Wohnung abgebrannt und im Feuer sind ja alle Dinge, all sein Hab und Gut zum Opfer gefallen und er und seine Familie stehen jetzt sozusagen vor dem Nichts. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Geschichte, Sascha. Erzähl mal, was ist denn genau passiert? Ich bin morgens früh aufgestanden, ne, musste auf der Toilette, bin dann ins Wohnzimmer. Und ja, wie man das so macht. Wie man das so macht, morgens halt. Und ja, habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt und wollte eigentlich wieder ins Bett gehen. Ja. Ja, und dann sah ich so am Fenster so Rauchschwaden vorbeiziehen. Das ist jetzt bei uns nichts Ungewöhnliches, weil viele heizen da eben halt noch mit Holz und Kohle und so. Ja. Aber als ich dann immer mehr davon gesehen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, irgendwo brennt es. So. Jetzt ist es bei uns in der Straße, brennt es öfter mal. Und habe gedacht, das brennt vielleicht im Nebenhaus. Ja. Und als ich dann aus dem Fenster geguckt habe, sah ich, irgendwo runtergeguckt habe, da sah ich dann, dass das unter uns war. Kam das hat direkt unter euch gebrannt? Direkt unter uns hat es gebrannt. Da kamen riesige Nebenschwaden raus. Ja, und dann, ich war noch im Boxershort, im Unterhemd. Ja gut, wie man aus dem Bett so aus dem Bett klettert halt. Und ja, habe ich direkt meine Familie geweckt. Ne, bin halt schreiend durch die Wohnung, Feuer, Feuer, kommt raus. Und dann habe ich sie gepackt, wie sie waren. Und dann sind wir halt runter, ne? Also ihr sozusagen in Bademantel, in Schlappen, seid ihr auf die Straße gegangen? Ja, quasi. Wir hatten nicht mal mehr Schlappen an. Also ich hatte ein paar Socken an, meine Frau ist barfuß, die Kinder hatten auch nichts an. So, quasi nichts. Dann ist das Haus abgebrannt. Das ist halt abgebrannt. Die Feuerwehr hat gelöscht oder versucht zu löschen? Ja, die haben wohl mehrere Stunden gelöscht. Ja. Das Feuer hat sich wohl nicht nur nach oben ausgebreitet, sondern auch nach unten. Also unten die Wohnungen sind wohl auch teilweise mit abgebrannt. Ja. Also das Haus ist definitiv unbewohnbar und alles weg. Alles weg. Alles weg. Nicht nur euer Hab, nee, sondern auch unser, von allen anderen Leuten. Von allen anderen Leuten. Das Wasser, das steht im Keller einen Meter, nee, bis zur Decke, bis zur Kellerdecke steht das hoch. Krass. Ist nichts mehr zu retten. Ja. Das ist echt eine heftige Geschichte und ich. Als ich das mitbekommen habe, ich habe das halt, du hast einen Facebook-Post gemacht und ich habe es auf Facebook gesehen, irgendwie denk, was denn jetzt passiert? Und das kann man erstmal gar nicht so fassen, weil wenn man das nur von außen immer sieht und vielleicht niemanden das betrifft, den man selbst auch kennt oder einen selbst das nicht betrifft, dann realisiert man das gar nicht so krass, was da passiert. Aber wenn es dann vielleicht Leuten passiert, die man kennt oder vielleicht auch einem selber passiert, dann ist das... Ich kann es mir selber nicht vorstellen, weil mir persönlich sowas noch nicht passiert ist. Aber ich stelle mir das halt ziemlich schlimm vor. Ging mir genauso. Ich habe nie gedacht, dass uns das mal betrifft. Wie gesagt, bei uns in der Straße ist zwar öfter mal, dass da irgendwie was brennt, aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass das uns mal betrifft. Ja. Ne? Also das uns direkt sowieso nicht, ja, aber dass das dann unter uns da anfängt wegzuflammen. Das ist echt krass. Es ist auch jemand gestorben. Ja, einer meiner besten Freunde ist dabei ums Leben gekommen, der Untermieter, Patrick Möllers. Ja. Der hinterlässt einen 7-jährigen Sohn. Auch eine harte Geschichte. Ja, das kommen wir auch gleich noch dazu. Denn ich möchte kurz darüber sprechen, was dann passiert ist. Der Sascha steht mit seiner Familie jetzt natürlich vor dem Nichts. Leider gab es keinen wirklichen Versicherungsschutz und auch seitens des Hauseigentümers und auch seitens des, ich sag mal, ja, Brandverursacher würde ich es nicht sagen, da wo der Brand entstanden ist, seitens da kommt halt keine Möglichkeit zustande, dass da eine Versicherung zu tragen kommt. Zumindest glauben wir das. Wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob der Patrick eine Versicherung hatte oder nicht. Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, nein. Ja. Und ja. Ihr hattet auch keine Versicherung? Wir hatten auch keine Versicherung. Ja. Ich war halt auch sehr blauäugig, habe mich nie darum gekümmert, habe immer gedacht, ich brauche sowas nicht. Aber das ist ein falscher Gedanke. Ja. Deswegen möchte ich das auch nochmal im Video ansprechen.
Natürlich ist das dumm gelaufen, könnte man sagen. Aber nichtsdestotrotz braucht der Sascha und seine Familie natürlich auch Hilfe. Deswegen haben wir auch eine Hilfsaktion gestartet. GEMA helfen haben wir die genannt. Komme ich auch gleich noch dazu. Ich möchte an alle meine Zuschauer und an alle Leute, die das Video auch sehen, nochmal appellieren. Wenn ihr eine eigene Wohnung habt, also nicht mehr bei euren Eltern wohnt, dann kümmert euch bitte darum, dass ihr eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung habt. Unbedingt. Denn das sind die wichtigsten Versicherungen. Und die gibt es auch bei einigen Anbietern schon für wenig Geld. Gerade wenn man eine neue, frische Wohnung bezieht, eine kleine Wohnung, dann ist das auch nicht so teuer. Und ich glaube, die 20 Euro wären sicherlich ganz gut angelegt im Monat. Denkt mal drüber nach. Wollte ich euch nur noch mit an die Hand geben. So. Der Sascha hat mir heute erzählt, er hat direkt eine neue Versicherung abgeschlossen für seine neue Wohnung. Denn ja, das Witzige oder das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist, dass ihr eigentlich sowieso umziehen wollt. Ironie des Schicksals eigentlich. Ihr habt schon gepackt sozusagen. Ja, wir saßen schon auf gepackten Klamotten, weil wir in 14 Tagen umziehen, eine neue Wohnung. Ja. Und wir haben schon Sperrmüll gemacht und also Geschichten. Ja, und dann passiert halt sowas. Ne? Ja, das ist echt krass. Also sozusagen die gepackten Sachen sind direkt mit abgefackelt. Ja. Wir haben eine Aktion ins Leben gerufen, nennt sich GEMA helfen und ich bin völlig überrascht gewesen und auch der Sascha war ziemlich erstaunt, wie das gerade zu einem Eigenläufer wird. Wir waren im Teamspeak, haben uns unterhalten über Sascha, sein Problem, also über die Geschichte mit dem Brand und haben kurzerhand den Entschluss gefasst, wir müssen irgendwas tun, wir müssen irgendwie helfen. Etwas Ähnliches gab es auch schon mal. Und ja, wir haben die Aktion ins Leben gerufen und der Andreas hat eine Facebook-Gruppe gegründet, wo wir die ganze Hilfe koordinieren. Das ist natürlich alles noch ein bisschen holter die Polter, aber das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich auch noch alles ein bisschen setzen. Der Laurenz hat eine Webseite aufgesetzt, wo die Hilfe direkt eingetragen werden kann, wo man einen PayPal-Spendenlink findet, wo man für dich direkt spenden kann. Genau. Es gibt auch eine Möglichkeit zu spenden, wenn man eine Spendenquittung braucht. Die Möglichkeit ist dort auch zu finden. Und vor allem gibt es die Möglichkeit, auch direkt auf dem Bankkonto zu spenden. Also da haben wir schon einiges getan. Und was ich ganz toll finde, es gibt auch die Möglichkeit, Sachspenden mit einzubringen. Auch die kann man auflisten und dann kann man möglicherweise auch dann herausfinden, wie man das am besten transportiert. Da denken wir auch noch drüber nach. Und wir überlegen, ob wir nicht eine Art Spendenstream machen mit mehreren Streamern. Einige große YouTuber oder bekannte deutsche YouTuber haben uns schon zugesagt, dass sie uns da unterstützen wollen in Bezug auf ihre Reichweite. Und da freue ich mich halt. Du hattest heute auch noch Besuch vom WDR. Vom WDR. Das WDR. Fernsehen war da. Die haben wohl auch irgendwie Wind bekommen von unserer Aktion. Ich muss auch sagen, da bin ich nicht ganz unschuldig. Also ich habe halt auch verschiedene Stationen angeschrieben und denen davon erzählt, weil ich finde, das nützt vielleicht was, wenn es da ein bisschen Medienecho drauf gibt. Ich möchte erstmal hier allen Leuten Danke sagen, die jetzt schon sich an dieser Aktion beteiligen, die jetzt schon irgendwie Hilfe zusagen und Spenden sammeln bzw. Sachgüter spenden. Ich habe heute auch ein paar Sachen mitgebracht. Ich finde es echt total klasse. Ja, willst du noch was dazu sagen? Ich bin total überrascht von diesem Feedback, total überrascht darüber, dass so viele Leute helfen. Ja. Auch Leute, die überhaupt nicht zur Community gehören, die irgendwann irgendwo von der Aktion gehört haben, dass die alle sofort uns anschreiben, auf die Webseite gehen und so weiter. Ja. Ein großes, fettes Lob an die Community. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so viel Hilfe bekomme. Ja. Und es ist einfach überwältigend für uns. Ja. Vielen herzlichen Dank. Alle Infos zu der Aktion, alle Infos auch nochmal zu der Geschichte mit dem Brand, was genau passiert ist und wie ihr helfen könnt, findet ihr unter diesem Video in der Infobox, beziehungsweise wenn wir das Video auf Facebook teilen, auch dort findet ihr alle Infos. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und danke für das Interesse daran und vielleicht können wir gemeinsam der Familie von Sascha einen neuen Start in der neuen Wohnung ermöglichen. Vielen Dank.